Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Mario Tennis Aces zusammen mit dem Yoshi. Das ist der kleine Yoshi da. Ja, guck, er klingt auch wie Yoshi. Hallo! Und da ja gerade irgendwie Mario Tennis Aces umsonst ist für eine Woche, dachten wir, jo, spielen wir das mal. Beziehungsweise Yoshi, du hast das Spiel ja sogar, ne? Ich hab's sogar, ja. Ja, ich hab's mal in der Demo mal gespielt, aber... Geil, was hast du getan? Du hättest bestätigen müssen. Oh, ach so, ach deswegen ist die Zeit da runtergelaufen. Sag das doch. Start. 10 Sekunden. Wusste ich, ich dachte ich, okay. Alter, gibt's viele Leute hier. Echt. Ey, ich kenne die Hälfte davon nicht. Wen kannst du so empfehlen? Ist zufällig gut? Ja, zufällig, können wir es beide zufällig machen. Es gibt sogar Pauline, die passt halt gar nicht rein irgendwie, ne? Na gut, zufällig. Nein! Bin ich unten oder oben? Ich glaube, du bist der alte Obi. Ich bin ja geil. Und ich bin Birdo. Oh Gott. Nein. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Okay, das ist gut Schlag oder sowas. Ja. Warte, wie schlage ich denn überhaupt? Ich glaube, also du hast, glaube ich, auf den Tasten X, A, B und Y, drei davon sind Schläge. Einer ist ein Stopper, einer okay, ich kann lachen. Das ist schon mal gut. Also, eins davon war Stopperball. Ich glaube, dass wenn du zu lange... Ja, okay, ich muss schlagen. Okay, mit A schlägt man auf jeden Fall. Das ist ein normaler Schlag. Ja, mehr kann ich auch nicht. Lang doch, oder? Das machen wir jetzt einfach 10 Minuten und dann ist gut. Also, mit Y und B machst du andere Schläge. Man kann sogar aufladen und so ein Scheiß. Alter, guck mal! Wow! Alter! Ich mach hier Sterne auf dein Spielfeld. Kann man nicht irgendwie noch so einen Hechtsprung machen? Wie macht man denn so einen Hechtsprung? Ich glaube, das dann mit X. Ich glaube, Y, B und A sind die verschiedenen Schläge. Aber ich weiß nicht mehr, was für welche. Okay. Probier mal B. War da jetzt irgendwas anders? Hat sich das anders angefühlt? Y ist, glaube ich, ein fester Schlag. Wenn du in dem Stern einen Schlag auflädst, wird der super gut. Okay. Aber ich weiß. Und, oh. Hui! Voll am Rumdancen hier. Was war Y? Achso, Y. Nee, Y ist auch was anderes. Da war X ein Stopperball? Ich weiß es nicht mehr. Das ist wirklich so. Oder muss man irgendwas gedrückt halten für so einen Hechtsprung? Boah, ich habe jetzt auch noch keinen hingekriegt. So, ein Action! Okay. Aber das verbraucht das kann ich auch. Aber das verbraucht dann oben diese Leiste, ne? Achso, den Hechtsprung machst du automatisch, wenn du 40 eine gewisse Distanz dazu hast. Aber man muss das wahrscheinlich richtig timen, damit er den macht dann. Ja, genau, und halt. Ich probiere den mal. Stich mal nach rechts. Naja, geht so. Huja! Nee, ich raff ihn nicht, egal. Ich mache immer nur den A-Schlag, merkt man's? Oh. Ich bin trotzdem ja. A. Ich mach den fertig! Jetzt hab ich's raus. So wie bei Tekken, okay. einfach alles spammen, dann passiert schon irgendwas. Oh ja, hier, Stopball! Oh. War trotzdem A, aber egal. Immer am Fleisch. Funktioniert ja. Okay. Leviosa! Du benutzt tatsächlich auch andere Schlagtechniken hier, ne? Ah, oh, Stopperball, der war bestimmt gut. Das war auch irgendwas anderes. Ja, hier, jetzt kriegst du einen Y-Schlag. Oh, hä? Was hast du denn gemacht? Ich hab X gedrückt. Wie geil das. Guckst du, ich bin perfekt ausgedacht. Hallo, das war gut. Wie du deinen Besen einfach geritten hast zum Ausfallen. Was macht denn X? Ich rauf's nicht. Ich bleib bei A. A lief bisher ganz gut. Also X ist ein Stopperball. Was ist, wenn da dieser Stern ist? Was macht man da? Wenn du den Schlag auflegst, dann... Oh ja, ich hab meinen Spezialschuss. Oh, okay. Nein, das will ich nicht. Bitte, Kamek, sei doch ein bisschen schneller. Schläger. Boah, ist das dumm, Birdo anzugucken, ey. Ich möchte mal ein anderes Spiel. Wer hat nochmal die Idee mit zufällig? Das war da. Ich glaub, das warst du. Okay. Verdammt. Ich hasse dich. Nie. Ich finde diese Hechtsprünge mal. Es gibt doch solche krassen Hechtsprünge, oder nicht? Wo dann auch alles in Zeitlupe ist und dann fühlt man sich richtig cool. Kann man bei Aufschlag auch schon verschiedene Schlagtechniken nutzen? Ja, ich glaub schon. No! Nein! Das bin ich nicht wie ein Beyblade und dann verliere ich den Punkt! Kann doch nicht sein! Als Beyblade musst du immer gewinnen. Zack!
voll konzentriert hier. Nein! Ah, mach sowas nicht! Ah, ich glaube, das war schon so eine Hechtattacke, ne? Da dreht er sich nur so ein bisschen. Ja, es kommt auch drauf an, wie viel Geschick da. Die haben. Mit höherem Geschick können die halt stärker andrehen. Ich glaube, wir haben zwei richtig schlechte Figuren. 15. Wir sind auch noch so in Klassen unterteilt, ne? Einer ist stärker, einer wendiger oder sowas. Ja, genau. Stärke, Technik, Mobilität. Oh, Matchball. Geil, oh, nee, und du hast deine Special-Fähigkeit. Okay, warte, den kriegst du die. Super Smash, krasser Ball und Attacke. Oh, hast warte mal. Trainiert. Also nur B drücken war nicht gut. Ich will auch mal wieder hinhechten. Und? Wie funktioniert das? Kamek, Super Smash, Rudiball. Das funktioniert. Du ja wirklich... Nein. Du kannst doch nicht deine Super-Attacke hier einsetzen. Oh, lol. Wie hast du das denn gemacht? Ich will das auch können. Ich habe aus Versehen die Super-Attacke gemacht und die sofort ausgelöst. Da war sie noch auf dich gerichtet. Wirklich aus Versehen auf dich. Aber dein Teil war doch gar nicht voll. Wieso konnte. Oder muss die nur zur Hälfte voll sein, oder wie ist es? Nee, wenn du im Stern lang genug lädst, kannst du das, glaube ich, auch machen. Also wenn du ja im Stern stehst für ein paar Sekunden oder so. Ja, das war zufällig, ne? Hat doch gerade so gut funktioniert. Echt? Willst du nicht irgendeinen Charakter nehmen? Okay, dann nehme ich Luma. Okay. Huhu ist immer so glücklich, der lacht immer so viel. Was nimm mal denn Schönes? Schneeberg, lass dir gut. Schneeberg, ich will Schneeberg. Schneeberg, okay, dann kriegst du Schneeberg. Da siehst du mich nämlich nicht. Ich sehe nämlich selber aus wie eine Schneekugel, haha. Ich sehe aus wie so eine Lampe da hinten im Hintergrund. Oh nein, wo bist du bloß? Wir sehen uns einfach nicht. Oh, wie süß voll, bin ich denn? Voll knuffig. Mega gut. Ach, dann mache ich auch nicht so hart. Oh, der ist doch richtig knuffig. Was hat der denn für geile wie Geräusche? Wie süß ist denn du, Mann? Nein! Oh, hä? Was hab ich getan? Ich muss... Oh, wie süß du aussiehst! Du hast die Augen so komplett... siehst du das jetzt nochmal vielleicht? Ich... Mal gucken. Warte. Ja, da... Oh. Das ist das Kawaii-Duell hier. Das ist ja Kawaii. Kawaii! Oh Gott. Zählt das nicht, ne? Einzeln nicht. Du hast gerade den Teleport gehabt. Das ist, glaube ich, der Dash von Huhu. Den macht den ja automatisch. Dann war diese Silhouette da. Nee, Silhouette? Pirouette, so heißt das. Bei Kamek. Ich drücke halt trotzdem die ganze Zeit nur A. Damit fühle ich mich am sichersten. Oh, nö. Oh. Nein, das ist nicht schön. Nein. Das machen wir so nicht. Du kannst das auch, das ist unfair. Ich sehe schon, das wird jetzt langsam doch spannend. Super, geht so. So, jetzt kommen hier die ganzen B-Attacken nämlich. Was machst du jetzt, hä? Jetzt drücke ich auf und jetzt B. A. Und ja, wieder B. Why? Nein, A. Okay, Y-Attacke, bist du ready? Scheiße. Das ist auch die X-Attacke. Die X-Attacke raff ich nicht. Ich glaube, die ist dafür da, dass man den Ball nicht trifft. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Ich glaube, ich kann es mir ja gerade erlauben. Ah, damit kannst du den... Ach, das ist die Hechtattacke. Das ist die Hechtattacke. Das ist die Hechtattacke. Okay. Alles für die Wissenschaft. Weißt du, wie geil die Figur einfach ist, wie du einfach in den Boden versinkst und woanders rauskommst. Meinst du, das geht in alle Richtungen, diese Hechtattacke, oder nur nach links und rechts? Oh, das war schlecht. Ich weiß nicht. Es geht nach rechts und links auf jeden Fall. Nach hinten geht's auch. Nach hinten weiß ich, dass es auch geht. Du kannst nach hinten auch Bälle retten. Kann man auch irgendwie taunten, wenn man einen Ball gemacht hat, dass man sich dann freut oder so? Den Ball retten und sowas kannst du, wenn du Doppelschlagen nur antippst, dann dashst du dahin. Doppelschlagen? Nee, das funktioniert auch nicht! Yeah, wieso bist du so stark? Hör auf damit! Ah! Oh, hier! Special Attack! Das war wieder ein Versehen. Muss ich für den Special Attack im Dings stehen? Im Stern? In dir drin? Ja. Oder du bist halt voll, dann kannst du den auch immer nutzen. Egal, wie weit man weg ist? Ja, ich glaub schon.
Und dann verbrauchst du halt alles von der Power, ne? Ach, und sonst nur die Hälfte, oder wie? Warte, ich will das mal probieren. Jetzt ist mein Teil... Ach, ey, muss ich drücken. Das ist jetzt der Special-Special-Attack. Okay, und ich weiß, dass das irgendwie mit Motion-Steuerung funktioniert. Ja, da schießen wir aber mal hin. Ja, das sieht gut aus. Ich verbrauche ich deine ganze Energie. Bann ist schon 2 Kilometer weg. Ich krieg den doch! Ich will auch mal meine Animation sehen. Das hat jetzt auch mal voll tanken. Wie hast du jetzt Schultertaste mal richtig dafür, ey, oder? Ey, ja, das stand halt drin in der Leiste. Da auch L bei dir. Los, mach deine L-Attacke, I'm ready! Lol, die Mario Galaxy-Dinger. Wie cool ist das denn? Okay, ich bin rechts. Schieß da. Oh Mann, ich hab rechts gesagt. Du spielst ja gar nicht mit hier. Ich hab wohl nach rechts geschossen. Ach ja, stimmt. Wissen, ja, okay. Das ist richtig. Ich hab eine Links-Rechts-Schwäche. Beyblade Attack! Oh. Okay. Ich spam auch immer meine A-Attacke, statt das aufzuladen. So richtig dumm. Nein, ich bin dran. Oh, das war krass. Ja, richtig krass. Richtig. Oh, Gott. Hallo, lass das. Nein, ich schwung. Wie süß ist Luma? Ich glaube, ich spiele nur noch Luma, wenn ich dieses Spiel spiele. Ist das sogar im Angebot, ne? Jetzt kann man sich das richtig günstig kaufen. Ich glaube, so richtig. Oh Gott. Aber du kannst gegen Dudeln. Ich kann, glaube ich, komplett L gegendrücken. Mach ich jetzt auch. Nicht, wenn ich auf dich... Na, okay. Ich hab dich anvisiert. Ich wollte deinen Schläger kaputt machen. Nö. Den kriege ich easy. Wo easy. Gehst du hin? Okay, jetzt weißt du nicht, wo links, du gehst. Natürlich. Ich einfach in die Mitte. Nein. Ich hätte einfach stehen bleiben müssen. Wenn du mit der Special abwehrst, kommst du nur zurück ins Feld. Mehr machst du dann nicht. Warte. Hä? Warte. Dadurch, dass ich jetzt... Genau, ich hatte dann mit Special abgewehrt. Hello! Und dadurch blocke ich den auch nur. Aber ohne, dass der Schläger... Achso, du konntest gar nicht anvisieren, wo du hin willst? Ich konnte anvisieren, aber der geht halt nur so langsam zurück. Ich bin aber wieder erfolgreich weggesprungen vom Ball. Ich merke schon, Boo ist dein Favorite. Der ist knuffig. Ich werde jetzt nochmal Knochenbauer so spielen. Dann nehme ich den Shibui. Ist Shibui, den kenne ich. Okay, ich spiele bei Defense. Ich bringe den Ball jetzt nur noch zurück. Jedes Mal. Aber bei Schneeberg war jetzt nicht irgendwas Krasses, ne? Dass da irgendwie ein Schneemann oder sowas kam? Wenn du längere Ballwechsel hast, dann kommen Leute durchs Bild gelaufen. Okay. Aber du willst was nerviges? Ich dachte, die bewerfen dich vielleicht mit Schneebällen oder sowas, dass dann die Sicht eingeschränkt ist. Das wäre witzig. Das wäre wirklich cool. Okay, good luck. Guck dir diese Beinarbeit an. Guck dir diese Beinarbeit an. Und jetzt könnte es ja auch glatt ein Boxer sein. Eigentlich. Wow, was sind das für Geräusche? Ist das bei mir oder ist das im Spiel? Hast du das gehört? Ich glaube, das war Knochenbowser, der auf den Planken getreten hat. So ein komisches Grummeln war so. Ja, das ist ein Knochenbowser-Grummeln. Ja, mach dich fertig, Bowser. Ich werde zum neuen Chef der Bösen. Ich. Gerettet. Und B-Attacke. Da kommst du niemals hin. Achso, vielleicht kann man so einen langen Hechtsprung machen, wenn man X gedrückt hält. Könnt ihr mir vorstellen? Okay, ja, das ist auf jeden Fall Bowser. Holy shit, macht der komische Geräusche. Oder es ist die Map. Das ist die Kombination. Das ist ja gruselig. Alter, du hörst das aber auch, ne? So ein krasses Grummeln? Okay, ja. Ich sehe, du hast dir was von dem Profi abgeguckt. Ja, du bist mein Hero. Doppel-X ist langer Dash. Okay. Ey, diese Geräusche, die machen mich richtig fertig. Ich schlag jetzt mal nach links, und zwar zu deinem rechts. Also, mach ich nochmal nach... Oh wow, ich bin gar nicht so weit. Alter, was ist denn der Vorteil von dem Bowser? Der kann ja gar nichts. Der ist übelst langsam irgendwie. Alter! Ich hab eins gewonnen! Alter, guck dir! Yo, ich will das auch! Ich will auch! Hier kommt mein Schrei! Wie mache ich meinen Schrei? Oh, what? Hä? Oh, was? Das wollte ich gar nicht! Ich hab einfach irgendwas gespammt! I'm sorry! Du hast den perfekten Ausschlag gemacht! Ich wollte eigentlich auch nur rufen!
Jo, als ob du da ankommst. Bam! Jo. Bowser am Dopen, was ab? Super Smash Attack! Ich wollte einen Ass-Grab machen. Ja. Super! Achso, das kommt dann aufs Timing an, oder was? Was da steht? Zack. Oh nein, du hast deine Super Smash Attack. Oh, okay. Die will ich gleich mal ausprobieren. Du willst es spannend machen. I see. Super Smash Attack. Du machst deinen Schläger kaputt. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich gehe nach rechts. Okay, ich bin los. Breakball. Ja. Die gute Breakball. Ich breche dir alles. Ich breche dir jetzt alles hier. Yeah. Oh, gerade noch angeguckt. Du bist niemals! Wow! Ich glaube, wenn man das wirklich gut kann, ist das so lustig mit den ganzen Dashes und die ganze Zeit, weil... Ja, niemals! Oh nein. Und oh, wie süß ist das denn? Auch mit den anderen Chai-Guys. So, natürlich da in die Ecke, da kommst du... Nein, was? Du hast hier noch Sachen? Okay, gut. Okay, ich hatte keine Zeit. Ich bin auch taunten, wie machst du das? Oh, das glaube ich auf A gewesen, wenn der andere den Aufschlag hat. Und was drückst du dann? Ah! Oh Mann, Alter, schade! Das war mein Trick! Hat leider nicht funktioniert! Instant Karma! Verdammt! Warte, mach ich jetzt fertig. Nee, jetzt ehrlich, was drückst du da? Ich drück nur A! Okay. Nein! Ja! Du bist so durchschaubar, oh! Nein, komm! Shigui, du kriegst es hin! Nein, Shigui! Breakball, wie er das aber sagt. Du musst auch Bowser nachmachen. Oh shit. Jetzt kann ich ja nicht taunten. Ich habe extra verloren, damit ich nochmal taunten kann. Diese Geräusche, Mann. Okay, ja, ich bin ready. Okay, jetzt mach doch endlich mal. Aber wir haben Tiebreak. Ja, geht ein Tiebreak. Achso, nee, ganz normal. Achso, stimmt. Muss man mit einem Punkt führen? Ich weiß das gar nicht. Man muss damit zwei führen, aber es geht trotzdem bis fünf oder sowas vorher. Nee, achso, es geht da Aufschlagwechsel. Cool. Ja, aber es steht ja jetzt 1-1, deswegen. Ja, genau. Es gab der, der jetzt gewinnt, hat der gewonnen Spiel, oder kommt danach noch eins? Der hat gewonnen. Der. Okay. Dann strenge ich mich mal an, ne? Ja. Sternschlag, Digga. Ah! Oh, lol. Der geht bestimmt nach. Nein! Oh, aus! Dankeschön! Ich hab aus. Es war nicht mal beabsichtigt, dass ich den Special-Schlag mache. Und dann hab ich den aus Versehen instant. Nein, nein, nein! Wieder hin! Nein! Taste! Danke. Wie du immer schon weißt, wo ich hinschlage. Gibt's ja gar nicht. Jetzt schlage ich mal nach rechts. Damit hast du nämlich nicht gerechnet. Ich schlag wieder nach rechts. Aha. Und nach links. Nü. Nein. So was. Aha. Verdammt. Aha. Geblockt. Nein, jetzt hör auf damit. Ich habe eine Special-Fähigkeit eingesetzt dafür. Oh Mann. Ja. Hast du gewonnen? Ich glaube, es gibt bis 5 oder so. Es wird wahrscheinlich Matchball stehen, wenn es dann der letzte Punkt wäre. Hab's auch für Tennis gespielt im Verein, aber ich kenne trotzdem die Regeln nicht. Immer noch, geht der. Oh, mein Handy, hallo Handy. Das ist gut für mich. Handy, mach weiter so. Nein! Ich guck kurz drauf.
Ah, warte, ich mach kurz Sturm. Oh nein, nicht Taschenlampe. Seitenwechsel, okay, geht doch noch weiter. Okay, dann geht's doch ein bisschen länger. Oh, ich taunte hier. Ist das dann wie beim Tischtennis bis 11 Punkte oder was? Gefühlt schon, ne? Ich hätte auch nicht gedacht, dass der. Weißt du, du spielst jetzt 2 Sätze in diesem Spiel, nur um den Tiebreak bis 11 zu spielen. Das ist echt so. Ah ne, 2 Punkte im Endeffekt, nur Sätze sitzt ja doch nicht mal. Du spielst 2 Punkte nur um Tiebreak bis 11 zu spielen. Okay, man kann den Hechtsprung auf jeden Fall auch aufladen. Ich mach dich fertig. Nee, du musst bei dem Hechtsprung einfach nur doppelt den Sprung drücken. Also die X-Taste, glaube ich, war das, ne? Die obere. Achso, dann schlägt er. Du musst dann machst du den Dash halt. Oh! Hä? Achso, ich dachte, es geht noch weiter. Aber ich hab einen Satz. Satz. Punkt, glaube ich. Ich hab Punkt gemacht, ja. Okay, 3 Niederlagen, okay, das langt für eine Folge. Hat trotzdem voll Bock gemacht irgendwie. Mega gutes Spiel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.